Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Auftrag von diesem Sims Let's Play. Ich meine, das letzte Mal, als ich angefangen habe, wow, da habe ich ja Monolog gehalten, sondergleichen über Kreativität und so Bullshit und die unglaubliche Individualität eines Minecraft-Let's Plays. Und jetzt haben wir es kurz vor 12, ich muss um 6 aufstehen und ich denke mir so, Alter, Zeit für Minecraft. Und ich freue mich einfach richtig hart, dass hier ein Schaf ist. Das werde ich so richtig hart kuscheln. So richtig hart. Seht ihr, es ist vor Liebe gestorben. Ich habe ein Tier umgebracht. Also, ne, das ist gerade so ohne Facecam. Das werdet ihr bestimmt noch gar nicht bemerkt haben, dass es gerade ohne Facecam ist. Ich meine, das fällt ja kaum auf. Hätte ich euch nicht darauf hingewiesen, wäre euch das gar nicht ins Auge gefallen, ja. Aber wahrhaftig, jetzt ohne Witz, ne, ich habe wirklich keine Facecam gerade, auch wenn ihr es kaum glauben könnt. Aber das kommt noch. Das liegt einfach nur daran, dass es gerade die Voraufnahmen für meinen London-Aufenthalt sind. Und ich mir so dachte, so, Alter, wir haben es jetzt kurz vor 12 und... Okay, ich sehe zwar jetzt gerade nicht so ranzig aus, aber ich könnte müde aussehen, eventuell. Und abgesehen davon sind die Lichtverhältnisse in diesem Raum gerade so hart beschissen. Ups, wow, da kam aber viel raus. Ui, that's what she said. Dass das mit dem Greenscreen hier gar nicht so funktioniert. Das funktioniert nicht bei mir irgendwie nur bei Tageslicht. Nee. Das ist halt so. Ha, wir sind gleich fertig mit Kühefisten. Wirklich. Ich mache das schon fast so ein bisschen, ja, unsicher, dass wir keine Map haben diesmal. Aber ich habe einfach mal fast alles rausgenommen, bis auf Optifine und Forge, weil Forge irgendwie gebraucht wird für Optifine. Ja, irgendwie hat das rumgespastet in letzter Zeit. Das war richtig, 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 richtig krass nervig. Ich wollte halt, wünsch dir was Sonntag aufnehmen. Da denkst du dir dann so, Samstagabend auf dem letzten Drücker, könntest du es noch auf die Reihe kriegen? Am Arsch. Und das Spiel dann so, lol, ist nicht. Und irgendwie durchgehen, ständig, immer. Oh mein Gott, irgendwann ein Zombie-Sound. Haben wir da XP zurückgelassen? Ja, haben wir. Das geht nicht. So, ist schon gleich viel besser. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das mit dem Sound hier einschätzen soll. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Dinger unglaublich laut vor sich hin. Auf damit. Aua. Oh. Und dass die Musik relativ laut ist. Ich hoffe, dass das passt so. Wenn nicht, dann schreie ich jetzt einfach. Also so laut man um kurz vor 12 schreien kann. Entschuldigung, ich hätte ganz gern irgendwo ein Schaf, ey. Entschuldigung, ein Schaf. Hallo, ein Schaf. Hallo? Hallo, ein Schaf? Bist du ein Schaf? Das müssen wir herausfinden. Schafe droppen nämlich nicht dasselbe wie Kühe. Deswegen müssen wir jetzt herausfinden... Ah, Mensch, leider keine Wolle. Das habe ich leider auf den ersten Blick nicht erkennen können. So, wir hopsen jetzt einfach ganz dolle wo hoch, so. Und wenn wir dann ganz oben sind, können wir herausfinden, ob irgendwo Schafe sind. Stellen jetzt hier drauf und hier drauf. Oh, das will ich haben. Genau das. Du bist meins, Schätzelein. Oh ja. Wir werden eine ganz harte Liebesbeziehung eingehen, meine Süße. Wir waren gerade im Schaf drin, habt ihr das gesehen? Bäm, wir haben 3 Wolle. Jetzt darf es dunkel werden, jetzt kann ich damit leben. Aber erst hätte ich ganz gerne noch ein Bäumchen. Holzklappen. Mensch, das wird wundervoll. Ich muss gestehen, mir fehlt die alte Map so ein bisschen. Die alte Map ist so unglaublich vertraut. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt sind wir hier so bei Null und denken so, wow, was sollen wir bauen und vor allem, wo sollen wir bauen? Das ist alles so neu für mich. Das verunsichert mich ganz hart. Aber hey, das muss ja sein. Weil, ja, wisst ihr, es gibt so Dinge, an die man nicht denken kann, wenn man keinen Kopf hat, so wie ich. Ich habe nämlich gar keinen Kopf. Das ist ungefähr so wie bei wirbellosen Tieren, nur halt, dass ich keinen Kopf habe. Aber ansonsten ist alles dran bei mir. Ich vergesse nur manchmal meinen Arsch. Nein, so, jetzt habe ich es wieder. Entschuldigung. Ja, beim PC war ja in Reparatur. Ich glaube, die Story hatte ich auch irgendwann mal erzählt, dass der in Reparatur war. Und ich dachte mir so, YOLO, ich habe hier einen Server. Das ist dann der einzige Spielstand, der nicht weg sein wird. Und yeah. Jetzt mal ohne Witz, ne? Wir müssen Minecraft leiser machen. Das macht einen ja irre. So.
Ja, dann dachte ich mir so, ja, guckst du mal auf deinen Server und dann so, lol, du hast gar keinen Server mehr bei Nitrate. Ich habe. Was? Und dann ist der Server einfach ausgelaufen, während mein PC weg war und ich hatte einfach nicht dran gedacht, den zu verlängern und ja, so ein Bullshit. Aber hey, dafür hält der jetzt bis zum 22. August 2015 oder so? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe vorhin nachgeguckt. Voll krass, ey. Dauert jetzt ein ganzes Jahr. Muss ich mir keine Sorgen machen. So, wir bauen das jetzt ganz uncool zu. Oh, ein Hühnchen. Das will ich töten. Töten! Haben wir nicht. Ach, hier ist die Workbench. Dann hätte ich ganz gerne das hier. Und nein, 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 nein. Ja, genau. So hier. Und das hier hätte ich ganz gerne. Nein, 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 nein. Ja, bau es ab. Ja. Wundervoll. Und jetzt eine Höhle. Also, ich bin noch wach und schiebe Langeweile. Ja, ich lese nebenbei ein bisschen Twitter, weil ich. Ha, das hat mich paranoid gemacht. Weil ich vorhin getwittert habe, was denn so los ist, weil ich meine, ich habe jetzt über 1500 Follower. Das ist ja schon eine Menge, ne? So, irgendwie so, ne? Schon, irgendwie? Meint ihr nicht? Ich finde schon. Naja, egal. Ja, dann so, ey, was ist denn los, ey? Ihr seid alle voll still. Schon schlafen oder was? Ja, und jetzt wird mir geantwortet darauf, ja? Jetzt. Um 3 Minuten nach 12. Hey, ich muss gar nicht in 6 Stunden aufstehen. Ich muss erst in 7 Stunden aufstehen. Haha. Ja, nice. Wisst ihr, da kann ich ja jetzt noch 5 Stunden aufnehmen. Ja. Das geht doch total klar. Wir sterben gleich. Die haben es zwar Tag und es wäre schade, nicht herumzulaufen, aber ich glaube, wir bunkern uns doch mal hier unten in der Höhle ein. Obwohl, erstmal am Höhleneingang. Wo haben wir denn hier eben hingegraben? Graben wir hier nämlich mal fett weiter. Das weg. Ja, danke. Wow, warum ist die Musik gerade so krass laut? Geh leiser! Lass die Kacke. Okay. Da abstellen. Fetten Ofen. Ja, wir haben keine Kohle. Super. Geh mal eben schnell. So, Holz holen. So, hier so, Holz so. Da! Oh Mann, ich hoffe, die Viecher lassen hier irgendwo Eier liegen. Ich hoffe so viele, dass wir irgendwann vielleicht mit die geringe Chance haben, die bei einer Geburt eines Kükens dabei zu sein, ja? Das wäre doch einfach fabulös. Fabulös! Oh, Holz kloppen ist so langweilig. Wir machen noch gar keine Setzlinge. Ah, oh, hoffentlich denke ich gleich daran, da gleich nochmal runterzulaufen. Also hochzulaufen, damit wir das so krass machen können. So. Nice. So. Bäm. Flump. Das da oben rein. Das da so hin so. Ha, jetzt Schnitzel. Ich meinte Steak. Bäm. Und uns geht's wieder gut. Wundervoll. Jetzt können wir uns auch schönes Werkzeug machen. Ja, meine schöne Axt. Und mit der schönen Axt gehen wir jetzt wieder hoch. Bäm. Wir brauchen nämlich ganz dolle dringend Holz. Tod und Verderben. Entschuldigung. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Mir ist die Axt ausgerutscht. Wirklich. Ohne Witz jetzt hier. Ich habe gar nichts gemacht. Weißt du, läufst du einmal so lang und dann ist die Axt plötzlich im anderen Menschen oder in einem Hühnchen drin. Das passiert mir ständig. Durch die Fußgängerzone und schon wieder in die Schulter gerammt. Zieht euch das mal rein, es wäre in unserer Realität vollkommen normal, wenn jeder Mensch einfach eine Axt mit sich rumträgt. Ich weiß zwar nicht, aus was für einem Nutzen, aber einfach so jeder eine Axt. Versteht ihr? Und dann, weiß nicht, so jeder so über den Arm, über die Schulter, ne, lässt die so an sich hängen. Das wäre irgendwie strange, das wäre richtig hart strange. Ich sollte aufhören, mir immer über solche Dinge Gedanken zu machen. Manchmal denke ich über die sinnlosesten Dinge nach. Aber mir fällt gerade kein Beispiel ein. Nur das, was ich eben gelabert habe. Das ist irgendwie so situationsbedingt. Ich glaube, irgendwas ist bei meiner. Oh mein Gott, ein Schwein. Bei meiner Geburt nicht richtig gelaufen.
Entweder ist da irgendwas nicht richtig gelaufen oder ich wurde fallen gelassen, als ich ein kleines Baby war. Das wahrscheinlich nicht nur einmal. Ich will den Apfel. Ja, nice. Haben wir jetzt auch? Nein, haben wir nicht. Dann müssen wir das jetzt noch tun. Ich will so einen Setzling haben. Ich will aber. Hallo, 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 hallo. Jupp, jetzt kann ich gehen. Zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Das ist doch einfach wunderbar. Oh mein Gott, ist es aus. Dann da wieder Fleisch rein. Bäm. Was wollte ich überhaupt tun? Ich wollte mir Zeugs machen. Ja, nice. Jo. Ach, davon brauchen wir ja gar nichts. Weil wir nehmen nämlich das hier, das ist viel coolerer, ja. Und diese Kackhacke werden wir auch gleich irgendwo anders hinwerfen. Eine Kackhacke. Das brauchen wir und das brauchen wir und das brauchen wir. Und wir brauchen, für den Fall, dass wir Kies finden, bäm, eine Schaufel. Schaufeln und ich sind nämlich ganz große Freunde. Da kommt zur Not irgendwann mal eine Fackel hin. Aber wir können ja jetzt schon mal eine machen. Oder vier. Ja, wundervoll, wir haben Fackeln. Wisst ihr, es gibt einfach Dinge in diesem Leben, die mich unermesslich glücklich machen. Das gehört dazu. Oh, sag mir bitte, dass es durch ist, bevor das abbrennt. Das macht einen ja glatt nervös. Juhu, wir gucken einem Ladebalken zu. Also mehr oder weniger Ladebalken. Es ist ein Kochbalken. Wundervoll. Steak. Ich habe ewig kein Steak mehr gegessen. Eigentlich fast 3 Jahre. Was daran liegt, dass ich jetzt 3 Jahre Vegetarierin war. Und jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich meine Liebe zu Bacon wiederentdeckt. Manchmal finde ich es moralisch verwerflich und dann denke ich mir so, Alter, halt die Fresse. Ja. Mein Gott, Sushi hat ihre Moral über den Haufen geworfen. Fuck. So ist das schöner sortiert. So, jetzt kann ich damit leben. Jetzt haben wir das Inventar so geordnet, dass ich nicht nervös werde, wenn ich es mir ansehe. Gib mir Kies, ich liebe Kies. Und... ich hätte gern Kohle. Eisen, Kohle! Ja! Und Kies. Ohne Witz, wir konnten im letzten Let's Play, beziehungsweise ja, nennen wir es einfach die erste Episode, erste Staffel, whatever, wo auch immer dann der Spielstand dann da so verloren gegangen ist und so. Da sind wir gar nicht dazu gekommen, vernünftig viel Kies zu benutzen. Also so zu verlegen. Das hat mich echt fett traurig gemacht. Hammer, fett, Bombe, krass traurig. Diesmal machen wir ganze Kieswege und alles sind schön. Wir fangen nicht gleich mit so einem krassen, riesengroßen, pompösen Haus an, weil da bauen wir ewig dran. Ich meine, wir haben jetzt einen ganzen Stack Minecraft bisher gemacht. 64 Folgen in der ersten Staffel. Das ist doch, wow. Das ist cool, vor allem weil es ein ganzes Deck ist. Das macht das Ganze irgendwie cooler. Weil das ist so Minecraft-thematisch. Das passt doch voll. Warum ist hier so krass viel Kies? Wie kann so viel Kies irgendwo sein? Das ist doch quasi unmöglich. Ich glaube, die Macht wirkt hier schon ziemlich stark. Spürt ihr das? Spürt ihr das? Wie stark die Macht hier wirkt? Oh, es ist endlich zu Ende. Nein, doch nicht. Oh mein Gott, so viel Kies auf einem... Boah, damit könnten wir ja ganze Marathonwege pflastern mit Kies. Mindestens 30 Trillionen Blöcke. Gleich geht die Schaufel kaputt. Ja, super. Ja, leck mich am Arsch. Nein, wir gehen jetzt nicht eher hoch, bis das hier nicht abgebaut ist, ja? Sonst versiegt uns die Quelle noch. Das ist voll die spacige Musik. Es geht voll ab. La la la. Der Musik kann ich leben als Hintergrundmusik im Let's Play. Oh Mann, ich habe was vergessen. Eigentlich war der Plan, bevor ich das Let's Play anfange, werde ich dafür sorgen, dass ich beim Aufnehmen irgendwelche krasse Musik im Hintergrund habe, weil das das Ganze natürlich viel angenehmer macht. Und dann war so der Gedanke, und andererseits, wolltest du dir noch so ein Sprachpaket machen? So, wie die Sprache halt in-game ist, dass es nicht normales Deutsch ist, sondern dass es irgendwie anders ist, irgendwie individuell. Weil unter irgendeinem, einer Folge bei den alten Minecraft-Folgen stand irgendwas von wegen...
Ich würde alles in dem Let's Play Dings oder Bums nennen. Und wenn ich da ja alles Dings oder Bums nenne, dann kann ich ja das ganze Sprachpaket Bums Dings da, ha, habt ihr gehört schon wieder, umbenennen und einfach alles in Bums und Dings umbenennen. Das würde keinen Unterschied machen zum Let's Play. So gar nichts. Nada. Das ist ja schon ziemlich düster hier. Nein! Oh, das macht ja gar keinen Schaden mehr. Was ist da los? Das können wir mal wegschmeißen, dass wir niemand haben. Das ist fast wie Gammelfleisch, ey. Wie Bio. Bio ist für mich nämlich Abfall. Das ist so das typische Minecraft-Lied, das ist unglaublich. Ich habe das Gefühl, dass jeder Mensch, was heißt jeder Mensch, jeder Let's Player, der mal Minecraft Let's Played hat, hat dieses Lied in der Playlist. Aber das muss irgendwie sein. Okay, das mag wohl vielleicht auch an der Tatsache liegen, dass die meisten ihre Musik von Incompetech haben, genauso wie ich. Oh. Ja, vom Mainstream, ey. So, wo gehen wir jetzt nächstes lang? Das Loch will ich noch zumachen. Und das hier will ich auch irgendwie zumachen. Ja, damit kann ich jetzt leben. Das ist gut. Also, erstens. Und zweitens. Ja, nice. Irgendwas für dich kochen. Eisen. Wundervoll. Und neue Schaufeln könnten wir machen. Dann nehmen wir das hier, machen daraus Stickies und aus den Stickies machen wir so krasses Zeug. Und das sieht ungefähr so aus. Okay, ich glaube, wir brauchen mehr Stein. Jetzt mal ganz im Ernst. Okay, reicht auch wieder. So, können wir weiter exploren gehen. Ich glaube, wir gehen mal links lang. Ich will schon rechts rum mit dem Vorgehen. Oh nein, das ist links dran. Das darf nicht links dran sein. Rechts dran. Ach, so. Rechts. Das muss so. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich mir nicht eventuell hätte eine zweite Spitzhacke machen sollen. Aber. Da war ein Geräusch. Ich gehe woanders lang. Wir gehen hier lang. Ich wollte gerade sagen, wir gehen hier lang. Das sieht nicht so verzweigt aus. Arschlecken! Dann gehen wir eben hier lang. Wow, guck mal, es ist voll viel schön hier, krass und so. Ich fand das sehr aussagekräftig. Ach nee, doch, ich wollte ja hier lang gehen. Gut, dann gehen wir eben hier lang. Ja, komm bloß her hier. Und wie du auf die Fresse kriegst. Bam! Siehst du? Total auf die Fresse. Sieh mich nicht an. Oh Gott, das hat mich gerade gestresst. Ich guck dich gar nicht an. Geh da weg jetzt! Kann ich hier nicht töten? Ich werde dich sterben. Ach, da gehe ich jetzt doch nicht lang. Vollidiot. Ach, das ist eine Kuh. Oh mein Gott, die Kuh hat mich schon fast erschreckt. Ja, gut, ich glaube, ich sollte wahrhaftig mal hier hochgehen und mir erstens noch eine Spitzhacke machen. Ungefähr so. Und mir irgendwie mehr Fackeln machen. Ja. Wundervoll. Und wo wollte ich jetzt lang? Ich wollte hier oben lang, nicht wahr? Yep. Schwimmen. Ja, super. Und jetzt krieg ich gleich aufs Maul. Au! Spastis! Es gibt richtig hart Rache. Ich versteck mich jetzt hier. Ey, pass bloß auf, ey. Boah. Ich hab's hier so hart gegeben. Bäm. No, enttäuschend. Überall, wo ich lang gehe, ist es lame. Da, wo ich nicht lang gehen will, geht wahrscheinlich voll die Party ab.
Aber ich meine, hier ist Eisen. Das ist super. Und ich höre den Enderman. Ja, genau, gib mir Stein. Wundervoll. Steine. Stell dich mal vor, wir würden Steine essen. Das wäre voll strange. So, statt Kartoffeln so mittelgroße Steine. Und Brett großer Federbraten ist dann so ein großer Steinklumpen. Und Erbsen sind dann so Kieselsteine. Was mache ich mir eigentlich für behinderte Gedanken? Ich denke nach wie so ein kleines Kind. Könnte mir auch gleich einen Sandkuchen mischen. So schön Sand und Wasser und Pampe. Dazu noch ein bisschen Matsch und Dreck und ich wünschte, ich wäre noch mal klein. Konnte man sich mit so vielen Dingen bespaßen, aber das kann ich ja auch immer noch. Weil ich immer noch ein kleines Kind bin. Ja. Ich werde auch für immer und ewig in meinem Kopf ein kleines Kind bleiben.